dass es bei den Skilehrern auf und auch abseits der Piste schon einmal heiß hergeht, ja, das ist nichts Neues. Das gilt auch für das 70-köpfige Ausbildungsteam vom Salzburger Berufsski- und Snowboardlehrerverband, das sich für den anstehenden Winter im wahrsten Sinne des Wortes richtig heiß gemacht hat. Im Rahmen der jährlichen Koordinationstage in Kaprun stand nämlich ein Feuerlaufseminar inklusive Mentalcoaching auf dem Programm. Wir haben mal so gesagt, wir machen ausgedehnte Koordination, wo wir sehr viel im Mentalbereich mal üben und trainieren für uns selber, dass wir das natürlich an unsere Kandidaten weitergeben können. Wir arbeiten mit Gästen, die kommen immer in verschiedene Situationen. Das heißt, einmal haben sie Angst, die anderen sind wieder mutiger. Wir müssen von einer Stunde auf die andere anders unterrichten. Und das heißt, wir müssen auch herausfinden, was braucht der Ghost. Wir können mit ihm in kürzester Zeit den größten Fortschritt erreichen. Und da ist das Mentaltraining natürlich eine sehr gute Sache. Auch das Thema Überwindung ist für einen Skilehrer immer wieder enorm wichtig. Stellt sich noch die Frage, wie groß diese nun eigentlich beim Feuerlauf war. Ja, es war eine spannende Sache. Die Vorstellung, dass man über heiße Kohlen gehen kann, ohne dass man sie verbrennt, ist zuerst eigentlich nicht vorstellbar, aber es hat bei allen funktioniert. Es war richtig spannend. Für die neue Skisaison heißt es nun also Feuerfeuer! Und deswegen wurde bei den Koordinationstagen natürlich auch auf Skiern fleißig gearbeitet. Und zwar bei perfekten Bedingungen am Kitzsteinhorn. Ja, alle Jahre wieder um diese Zeit treffen sich die höchst ausgebildeten Skilehrer, die es im Salzburger Land gibt, da am Gletscher, am Kitzsteinhorn, um sich vorzubereiten für die kommenden Ausbildungsturnisse, die uns jetzt ins Haus stehen. Wir freuen uns alle schon wieder ganz wahnsinnig. Es werden wieder viele, viele junge Leute zu uns kommen, um diesen wunderschönen Beruf Skilehrer zu erlernen. Und unser Ausbildungsteam ist wieder total motiviert, um all ihr Wissen weiterzugeben, damit die Salzburger Skischulen wieder viele junge, motivierte Skilehrerinnen und Skilehrer zur Verfügung haben. Die Koordination dient also dazu, dass alle Ausbildner wieder auf den aktuellsten Stand gebracht werden. So wurde etwa das ganze Schuleprogramm durchgefahren und auch mitgefilmt, um die Bewegungsabläufe im Anschluss mit jedem Einzelnen genau analysieren zu können. Ein zentrales Thema jeder Koordination ist auch die Sicherheit am Berg. In Theorie und Praxis wurde hier intensiv gearbeitet und die Teilnehmer konnten wieder die neuesten Geräte ausprobieren, vom verschütteten Suchgerät bis hin zum Lawinen-Airbag. Speziell im Bereich Sicherheit gibt es immer wieder Neuerungen, aber auch im Lehrplan hat sich etwas getan. Stichwort Schönskilauf. Die Zeit, wo die Kaffinski gekommen sind, da haben wir sehr aktiv, aggressiv Skifahren angefangen, sehr breit gefahren. Das ist aber eigentlich nicht das, was die Masse von Skifahrern haben will, das ist eher auf den Rennlauf bezogen. Die normalen Skifahrer, die Genussskifahrer sind, die wollen einfach ästhetisch schön Skifahren, genussvoll fahren, kräftesparend fahren und darum kommt eigentlich dieser Schönskilauf wieder. Schönskilauf heißt auch das eine, es verändert sich nicht wirklich die Skitechnik, es wird nur einfacher zum Fahren, kräftesparsamer, also genussvoller. Neue überarbeitete Lehrpläne gibt es auch bei den Snowboardern. Wir haben einiges an neuen Programmen. Unter anderem haben wir hauptsächlich das Kleinkinderprogramm erweitert. Wir wollen das Ganze so weit bringen, dass man tatsächlich schon mit 2- oder 3-jährigen Kindern auch snowboarden kann. Und zusätzlich hat sich wahnsinnig viel da beim Freestyle-Bereich. Wir haben das komplette Skriptum und den kompletten Vortrag total überarbeitet. Und es sind natürlich überhaupt keine Grenzen da, wie der Name Freestyle schon sagt. Die Koordinationstage des Salzburger Berufsski- und Snowboardlehrerverbandes 2016 waren wieder ein Erfolg auf ganzer Linie. Das Ausbildungsteam ist nun bereit für einen tollen Winter. Wir freuen uns jetzt extrem und tierisch natürlich auf die neue Skisaison. Ja, alle sind top motiviert und ja, wir probieren natürlich unsere gute Laune und natürlich das Positive, was wir da oben erleben am Berg oder erleben dürfen, natürlich unsere Kandidaten dann weiterzugeben. Ja, sensationell. Also glücklicherweise haben wir noch Schnee gekriegt. Wir sind total positiv gestimmt und wir freuen uns schon auf die Wintersaison.